So. 2.9.2023, Samstag. Heute ist Trecker-Track in Soestrom. Wir sind auch dabei. Ja, ich habe hier noch solche Mitnehmer in die Doppelreifen reingemacht. Damit da nichts passiert. Und jetzt gucken wir im Öl nach und so. Und dann fahren wir gleich dahin und dann mal gucken, was uns da erwartet. Ja. Warum werden wir auch nach 20 Meter verkacken? Wir waren dabei. Schon lustig, den Weg, den fahren wir ja oft genug. Den fahren wir auch immer lang zu den Kunden. Komm mal einlaufen. Hinter mir fährt Philipp. Oder Hendrik fährt, ja, genau. Und dann kommt noch ein Deutscher und ein Johnny mehr. Die haben sich uns angeschlossen. Ja, eigentlich ist das nicht der direkte Weg zum Gelände. Den Weg haben wir mit der Sämaschine gefahren, aber das ist da so geregelt, dass das eine Einbahnstraße ist, also müssen wir eben rumfahren. Aber immer noch ein Katzensprung im Gegensatz zu woanders hinfahren. Ich filme mal die Rennleitung, ne? Leck nochmal dran, aber ganz im Zug. Hey. Ah, herrlich. Der Träger rot hat er schrot, ne? Hier, da ist die Rennleitung noch zugange. Tuning-Maßnahme lässt sich nie. Haben wir jetzt Pass gewogen? Ich habe 40 Kilo zu wenig. Also ich kann gleich noch eine Pommes essen. Ich darf auch noch eine Pommes essen. Hendrik darf auch noch 5 essen. Ah, Hendrik? Weit nicht? Ja, oh, mach gehen. Oh, da geht aber zielstracks Richtung 100 Meter. Du musst doch was sagen, Tilo. Moin. Also, wer nachher will, das sehen will. Junge, was war der erst dafür da gefühlt? Ich verlinke das nachher. Ey, der geht durch. 98. 99. Ah, ne, in Jordan filme ich nicht, das tue ich nicht. Ich fange mal die Stimmung ein. Hallo. Aber keiner, oder? Oh Gott. Da kann kein Grä dagegen an, gegen 78-10 mit Hobel. Und der Sound, ey. Ja, Greta Freund. Soll ich der Drohne auch noch zulächeln? Geil. Wir sehen hier jetzt den Volksfilm. Go, Hinnack! Go, Hinnack! Ich war gerade schon etwas verwirrt. CVX 1190. Ja, zu filmen. Ja, der klopft schon auf den Lenker. Komm, 80 hin, komm! Zieh, Junge, zieh! Das Ding hat ja, da sitzt der Teufel. Ja, der Mann mit der Fahne weiß auch nicht mehr Bescheid. Der überlegt auch, ja, was soll ich jetzt machen, gell? Wieso, der fährt doch noch. Wieder. Nee, fährt noch. 85 Meter, das ist gut. Auf los geht's los. Ja, ruckzuck am Start und hier in der Bahn begrüßen wir Hannes Kruse mit seinem John Deere Trecker. Auch er ist zuständig hier für die Fahrbahn und gib alles, Hannes. Wenn es hier Fans gibt, die dürfen jubeln, was heute hier nicht geht, ist ein Flitzer. Dafür haben wir zu viele Kinder. Er kämpft, er gibt alles. Aber nur mit einem Pull-Push-Up. Ja, auf der Bahn Herzog Transporte. Frank Herzog mit seinem 7810. John Deere mit gewichtigem Front-Hydraulik. Und noch Zügen hier vorne. Kommt er hier. Steht gut da.
Ja, vom Zwillingsreifen halten sie hier noch wohl. Ja, ist natürlich auch ein bisschen mehr Grip und so, ne? Christian Kohl vom Lohnbetrieb. Ein Kampf aus Sosromor. Ich hab schon gedacht, wie aus der Gegend ziehen darf, aber das geht ja noch. Auf jeden Fall ist dieser Schlepper nicht so gedreht wie der gerade, der 7810. Da fehlt eine kleine Ecke. Das ist offensichtlich so. Der Löffner, hey, ist noch nicht gut. Nicht schnell, aber konstant. Aber das ist ja nicht schön sauber. Ja, heute sind wir wieder bei der regulären Arbeit. Ihr seht's ja, mehr dazu gleich. Da hinten fährt Markus mit seinem neuen Güllefass. Glücklicher Junge. Ja, ich wollte hier eigentlich auf den Acker draufziehen, aber ist nicht. Trecker ist müde und das Güllefass ist da ungefähr 30 cm eingesackt im Sandweg. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob der Freeside was taugt, weil ich komme hier nicht weg. Aber normal müsste er irgendwie hier zwischen die Bäume durch wohl da eine Trichter kommen. Aber ihr seht das, ja. Da kann der arme Trecker auch nicht für. Haben noch einmal versucht mit Allradsperre, aber hat überhaupt keinen Zweck. Ob die das hier aufgeschoben haben, sieht mir fast so aus, weil eigentlich sieht das so aus wie da. Naja. Fahre ich nachher irgendwie anders beim nächsten Fass. Dieses hier, das hat Firma Wienhoff uns an die zwei älteren Zubringer noch dran gebaut. Also hier unten so ein Wirbel, dass du da ja, mit Schlauch absaugen kannst und den einmal 180 Grad schwenken kannst und oben dann die Tülle für den Freeside-Arm bzw. den seitlichen Saugarm am Güllefass. Ja, man sieht das auch, ne? Hui. Naja. War nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal bleiben. Dafür ist er schön sauber. Was ich noch sagen muss, wir waren ja beim Trecker-Track, das habt ihr ja schon gesehen, in Sostrum. Und da muss ich einfach mal ein riesen Lob aussprechen für die ganze Organisation. Und Jungs, wenn ihr das seht, das war so hundertprozentig bei euch. Echt geiles Wochenende. Also, das hat Spaß gemacht. Nur wir haben nicht gewonnen, aber ach, da haben wir auch keine Luft mehr nach oben, wenn wir immer gewinnen. Jetzt können wir noch mal gucken, was Markus so macht. Er bringt jetzt hier Gülle aus und setzt gleichzeitig Zwischenfrüchte ein. Hier wurde schon einmal mit Scheiben gearbeitet, jetzt ist das schön aufgelaufen. Ausfallgetreide. Jetzt sät er da schön die Zwischenfrucht ein. Mit der Ewa-Scheibenegge und dem Einberg Zwischenfruchtstreuer. Mal gucken, wie das aussieht, aber eigentlich ist das ganz gut. Da soll wohl was von werden. Ja, so, wir fahren erstmal noch ein bisschen, falls ich da jemals wieder wegkomme. Ein Seil haben wir jetzt gar nicht dabei. Aber solltet ihr wohl leer kriegen. Und dann nimmt Johnny den da ja wohl mit weg. Sonst bin ich auch enttäuscht. Ich meine, jetzt kann er nicht. Das hätte auch 6,50 eher vielleicht nicht weitergekriegt. Aber nachher, wenn es leer ist, soll es ja wohl gehen. Armer Trecker. Also das hat schon mal geklappt.
Dafür war das Ding jetzt schon mal gut. Oh, holen wir gleich das nächste Fass, ne? Wenn er dann mal leer ist. Normal jetzt. Sieht so aus. Na gut, fahren wir wieder hin. Leute, also entweder war es nichts mehr gewohnt oder ist es wirklich so warm. Es ist der 6. September heute. Ich glaube, über Tag sind wir alle 30 Grad gekommen. Ist auch nicht schlimm, jetzt ist es wieder kühler, aber man schwitzt ja, man ist das ja nicht gewohnt, der ganze Sommer. Ja, so, ich habe hier unser Flaggschiff eben fertig gemacht. Hinten ist der Schwader dran. Wenn morgen was schwadeln möchte, eine kleine Lohnarbeit. Habe die Scheiben geputzt und aufgetankt und abgeschmiert und hat sich so gehört. Ja, da ist also das Flaggschiff. Und da ist das Schmuckstück. Nein, die sind beide sehr hübsch. Ich finde sie beide sehr hübsch. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen will. Ach, wir fangen erstmal hier an. Bei den Monosem. Welche haben sich gewünscht, dass ich die mitnehme beim Tank aufbauen? Das hat mein Papa aber gemacht, als ich am Dreschen war. Ist an sich aber auch nicht die Kunst gewesen. Hier liegt schon. Ist immer dasselbe, ne? Da liegt schon Material drauf vom Trecker reparieren. So, egal. Auf jeden Fall haben wir bei Monosem oder über einen Kumpel hier die zwei Düngetanks bestellt. Die kamen dann jeweils einen Karton. Und die werden hier ganz einfach mit solchen zwei Stielen unten am Hauptrahmen geklemmt. Dann kann man die in der Höhe einstellen. Mit dem Rohr kann man das ganze Ding pass sich hinsetzen, wo man das braucht. Da unten ist die Verteilung drin. Das sind so kleine Schnecken, kann ich beim anderen Kasten gleich mal zeigen. Da, da und da noch zweimal. So. Dann ist das also drauf. Und dann hat man hier vorne solche Klemmen. Klemmbügel. Die drückt man einfach zusammen. Und die Spitzen von dem Bügel, die halten den Schlauch dann in diesem in der Tülle. So, ich zeige euch mal, wie so ein Bug von innen aussieht. Ja, so ist das, wenn man zu lange hier steht, dann legt man da was drauf. So, hier. Tot einfach gemacht. Gekanteter Deckel. Oh, das sind noch die neuen Schläuche. Falls die alten zu kurz sind. Da ist hier so ein Sieb. Das kann man alles ganz leicht rausnehmen. Ist alles nur gehakt. Und jetzt sieht man da unten vielleicht zwei solche Schnecken, die fördern das unter den schwarzen Deckel und da ist der Auslauf. Und hier wiederum ist dann der Antrieb, stinknormales Schaltgetriebe, in Anführungsstrichen Fahrradgetriebe und zwei Ritzel, oben drei, 6 Stück. Und so kann man dann schalten, man sieht's, wie eine Fahrradgangschaltung und das treibt dann hier durch die erste Kiste. Hier die zweite an. Alles ganz easy. Genau wie wir das brauchen. Schön einfach. Aber stabil. Ist das jetzt? Da ist der Schlauch drunter. So. Dann bin ich hierbei gewesen und habe Spurenreißer konstruiert. Noch nicht ganz fertig, aber fast. Da unten habe ich mit den Bügeln, die ich über hatte, von den Fronthandgeschichte von dem Dünger habe ich da was zum Klemmen gebastelt und das da ist der eigentliche Spurenreißer. So, das ist eigentlich auch total simpel. Hier habe ich ein Rohr dann stehen, da passt das Rohr schön drauf. So, da kommt die Scheibe rein, die habe ich da schon liegen und zwischen der Öse und der Öse spannen wir ein Drahtseil oder eine Kette, dass der beim Anheben auch mit hochkommt, auf passende Länge. Und für Straßenfahrt wird er einfach so festgemacht und steht dann nach oben. Wollte ihn erst schräg machen, aber dann wäre er beim Einfüllen im Weg. So ist auch gut, weil man fährt ja mit dem Trecker eh an der Schonung dran lang, das ist ja kein 8-Dreier, den man irgendwo unterm Baum laufen lassen kann.
So. Und dann kommt in das Vierkantrohr die Welle von dem Teller und wird dann hier passend geklemmt. Hier auf die Spitze vom Vierkantrohr habe ich die gesetzt, damit man die schön klemmen kann. Ja, das muss ich noch eben komplett fertig schweißen. Großteil habe ich schon. Und dann muss das noch eben in Farbe. Und dann kommt dieses Teil hier raus. Da habe ich das nämlich komplett fertig. Gebläse neu gelagert, Andruckrollen neu gelagert, ein, zwei Schare neu gelagert. Und Düngerausrüstung drauf. Alles Deck, alle Saugdeckel ab und so weiter, ist alles sauber gemacht. Ja. Das reicht für uns so. Man hätte auch hydraulische Hightech-Variante bauen können. Das wollten wir aber gar nicht. Ja, dafür ist das natürlich ein richtig schöner Trecker. Für mehr Sachen noch, aber für sowas ist er richtig schön geeignet. Ja, ich würde sagen, ich stelle den großen eben weg und vielleicht können wir dann da den noch einmal anstellen und einmal mit über den Hof fahren. Ich habe den leider noch nicht zugelassen. Auch mit Bedacht. Da muss nämlich noch eine Druckluftbremse dran. Und dann wollen wir den einmal abnehmen lassen. Sonst hätte ich gerne auch mit dem geschwadet. Aber ja, mit diesem geht's auch. Das wissen wir ja. Mit ihm wäre es aber auch schön. Ich fahre diesen hier mal weg. Hallo liebe Leute. Ich bin am Schwaden. Ich habe gestern Abend noch versucht zu drehen mit dem 3650. Das ist aber weniger gut gelungen. Machen wir noch mal ein extra Video von. Jo. Ich bin hier auch ein bisschen am Lohnschwaden mit Seitenschwader. Ich mache jetzt gerade mal so, ich habe ja kein RDK oder so, ich mache mal 4 Bahnen in einen Schwad. Versuche ich. Und dann soll der Häcksler morgen wohl genug zu fressen haben. Gestern gemäht, heute Morgen erst Kühle gefahren und jetzt am Schwad. So ist das. Das ist genau mein Ding. Schön mit Dach, Luke und Tür. So mag ich das. Ein bisschen zu wenig mitgenommen. Naja, egal. Ja, wie gesagt, ich hätte auch gerne den neuen mitgenommen, den neuen alten. Aber ja, könnt ihr wohl verstehen, ne? Macht ja keinen Sinn, den neu abzunehmen. Und dann in einem Monat oder so nochmal mit Luftdruckbremse. Mal gucken, ich habe eine angefragt mit Thomas zusammen. Wie lange das dauert, wenn es ganz lange dauert, melden wir den erst so an. Der ist innerhalb von eineinhalb Monaten oder so gegessen ist, dann nicht. Und mit diesem hier fahre ich auch gerne. Nur weil wir jetzt einen mehr haben, ist dieser ja nicht weniger wert. Ja, was wird Schnacki sagen? Schaltet wieder ein, wenn es explodiert, ne? Jetzt sind wir auch mal wieder GT gefahren. Warum? Ich habe mal eine Aufstellung gebaut. Ich wollte mal ein Bild machen. Hä? Sieht auch gut aus. Könnte auch so stehen bleiben, oder nicht? Geil. Welcher von den beiden mittleren jetzt der stärkere ist? Wird sich zeigen, ey. Herrlicher Anblick. Das wollte ich immer schon mal machen. Das gefällt mir gut. Opa Fendt und die drei Johnnies. Herrlich. Du wärst schon 4 solche alten Krücken und kann die vorne auch hochstellen, ha? Ja, du. Ist doch geil. Wenn wir alle ausschwärmen, dann sind wir unterwegs wie einer mit 200er. Ist geil. Kannst sagen, was du willst. So, ihr lieben Leute. Mach mal hinten zu, ist noch ein bisschen leiser. Wir sitzen jetzt hier auf unserem neuen alten 3650 John Deere.
Dieser Trecker ist Baujahr 1990 und hat derzeit 8563 Betriebsstunden geleistet. Ist nicht viel, ne? Wenn man die Pedalerie anguckt und so, dann stimmt das auch. Ja, was kann ich so erzählen? So sieht das hier drauf aus. Wir haben Zyklon, Auspuff und Mittelheulen von der Kabine. Sowieso das Beste an dem ganzen Trecker ist diese Kabine. Die ist schön leise für die Zeit und ich finde einfach geil, wie man da aufsteigt. Dann haben wir als Besonderheit bei diesem Modell hier EHR von Bosch verbaut, wo auch alles funktioniert, was ich testen konnte bis jetzt. Was heißt das für uns? Wir haben hier wie beim Pharma 300er Fendt diesen Knochen für hoch. Also immer jetzt hoch, Stopp und wieder runter. Dann können wir hier manuell die Höhe verstellen, die Lageregelung. Dies hier müsste Mischregelung sein, Zugkraftregelung, Auslupphöhenbegrenzung und Senkgeschwindigkeit. Wir haben drei Steuergeräte auf zwei Hebeln. Heißt ein Steuergerät, zwei Steuergerät, mit Knopf gedrückt, Fronthydraulik. Beziehungsweise, die Schläuche will ich noch verlegen, da hinten, dritter Steuerkreis hinten. Wir haben zwei Zapfwellengeschwindigkeiten zu schalten, 1000er vorne, 540er hinten. Muss man da wählen, dann hier am Hebel ziehen, so wird elektrohydraulisch schon eingekuppelt. Wir drehen erstmal ein Auto rum, alles klar. Wie gesagt, elektrohydraulisch schon. Dann machen wir mal die Handbremse los, die sitzt ja auch eigentlich ganz cool. So, jetzt rollt er mir natürlich weg. Und wir nehmen jetzt mal die zweite Vorwärtskuppel im zweiten Gang und fahren hier ganz geschmeidig los. Jetzt fahren wir durch diese Engstelle, das passt, weil ich habe mir ja noch nicht angemeldet, will ja nicht unbedingt auf Straße. So, und jetzt können wir mit gar nicht mal so hohem Geräuschpegel für so einen alten Trecker hier durch die Gegend fahren. Wir können natürlich auch mit Tür auf oder hier Seitenscheiben können wir aufstellen. Dann hören wir den schönen Motor. Die klappern ein bisschen, aber das ist normal. Und dann können wir hier so mal auf den Hof fahren. So, was gibt es zu erzählen? Das Getriebe ist ein sogenanntes High-Low-Getriebe, glaube ich. Habe ich mir so angelesen, weiß es gar nicht genau. Das hat den Namen weg, weil wir in jedem Gang eine Lastschaltstufe haben. Ich demonstriere das mal eben. Wir machen wieder zweite Gruppe, ersten Gang jetzt. Jetzt können wir hier einmal Lastschalten. Also High- und Low-Wellen. Das war, glaube ich, zu der Zeit, nee, nicht neu. Die 40er hatten das auch. Es gibt auch irgendwelche Modelle, wo man mit dem Gruppenschalthebel oder dem Ganghebel die Lastschaltung schaltet. Das kenne ich aber nicht, ich kenne das nur so von unserem Alten. Also Low und High, Hase und Schildkröte. Ja, für die, die das nicht kennen, hier gibt es doch keine Wendeschaltung oder so. Wir haben hier den Wählhebel. Erste Vorwärtsgruppe, Rückwärtsgruppe und zweite Vorwärtsgruppe. Damit fährt man. Und dann vier Stufen bzw. acht, wenn man die Lastschaltung dazu rechnet. Ja, dann was haben wir noch als Ausstattung? Radio. Das ist jetzt noch ein holländischer Sender. Haben wir hier Gebläse, dreistufig, was auch funktioniert. Zweimal Scheibenwischer, einmal auf der Windschutzscheibe und einmal auf der Tür. Heizung. Und jetzt wird es interessant, das ist nämlich eine Frage. War hier mal eine Klimaanlage drin oder warum hat er diesen Drehknopf? Er hat keine Dachluke, da hat er hier den Kabinenluftfilter oder so drunter. Muss ich nochmal reingucken, habe ich noch gar nicht. Und vorne hat er auch eine Stelle blank an der Stirnseite vom Motor, wo irgendwie ein Klimakompressor gesessen haben könnte. Wir werden das nochmal inspizieren und das Dach oben abnehmen. Aber bis dahin kann das vielleicht ja schon mal einer sagen, weil die meisten haben den nicht, diesen. So, wir haben noch eine Rundumleuchte hier, die funktioniert auch.
sieht man jetzt nicht. Doch, am Silo-Entnahmegerät. Habe ich die Eile gemacht. Den Kabelbaum haben wir schon ziemlich durchgewühlt. Der war ziemlich vernailt oder gefuscht. Man kann bei diesem Schlepper hier schon das Lenkrad in der Höhe verstellen. Hier lose drehen, rausziehen, das geht alles schon. Blinker ist ein bisschen spartanisch da unten. Haben wir hier noch Allrad, Fern- und Abblendlicht zu schalten, Arbeitsscheinwerfer hinten und Arbeitsscheinwerfer vorne. Warnblinker, Hupe und eine Kraftstoffvorwerbung hat er unten im Zusatztank. Hatte ich glaube ich ja gestern gezeigt, dass er den hat. Ja, ich würde sagen, ich demonstriere euch nochmal eben, wie wendig dieser Trecker ist. Wir fahren da hinten mal auf diese Engstelle. Weil mache ich so gerne mit drauf sitzen, ne? Auf diesen langen, schönen, langen Trecker. So, jetzt kann ich hier einfach. Guckt euch mal diesen Lenkeinschlag an. Ist doch nicht von dieser Welt. Das hat mich früher als Kind immer schon fasziniert. Das Getriebe schaltet auch schön. km/h Maschine ist das übrigens, falls es einer fragen will. Reicht uns aber völlig für das, was wir damit vorhaben, reicht uns das. So, wir stellen den eben wieder in eine Maschinenhalle oder hier in eine Werkstatt. Da steht der andere auch schon. Da ist Feierabend, weil ich will hier noch den Block schneiden. So, passen hier beide rein, die großen. Jetzt kann ich euch vielleicht noch mal zeigen, über das Zündschloss wird hier das Licht eingeschaltet. Dann kann ich hier Fern, Abblend, Arbeitsscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten. Und jetzt noch mal Rundumleuchte. Ja. Mechanischer Aussteller. Ja, ganz schöner Trecker. Bin ich ganz glücklich mit. Auch wenn der nicht so maximal bereift ist wie unser damals. Wir haben hier 460er und vorne 420er. Das könnte wohl damals die Standardreifung gewesen sein. Ja, jetzt kriegt er nochmal so einen Bock und eine Druckluftbremse und dann können wir ihn schön benutzen eigentlich. Ich kann es noch mal zeigen, vorne am Motor, was ich sagte. Da ist was, da, als wenn da was angeschraubt gewesen wäre, ist hier. Seht ihr das? Da könnte ja mal so ein Klimaanlagenkompressor gesessen haben. Man weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung bei diesem Trecker, wo der sitzt. Ich weiß auch noch nicht, wo der Kompressor der Luftdruckbremse hinkommt. Naja. Ja, ich würde sagen, das war's dann für diesen Vlog. Haut rein, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe ja, dass wir zeitnah hier den ersten Einsatz mitmachen können. Ich hätte auch gerne heute mitgeschwadet, aber es geht halt nicht alles. Na gut, Leute, haut rein.